Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr im Virtual Machine Manager bei eurer Synology Disk Station ein virtuelles DSM aufsetzen könnt. Zunächst gehen wir einmal auf Virtual Machine Manager. Die App könnt ihr ganz normal über das Paketzentrum runterladen bzw. installieren. Danach startet ihr den Virtual Machine Manager und geht auf Virtual Maschine. Dann gehen wir auf Erstellen und dann können wir zwischen vier Punkten auswählen. Entweder ihr installiert eine Windows-VM, Windows 7, Windows 10 als Beispiel, oder ihr installiert Linux, Ubuntu, Debian und vieles mehr. Oder ihr nutzt in dem Fall Synology Virtual DSM. Vom Grundprinzip eine virtuelle Oberfläche von der Synology-Software und die könnt ihr dann nutzen, um bestimmte Sachen erstmal zu testen, bevor ihr die dann final produktiv nutzt. Gehen wir mal auf Weiter. Hier geben wir ganz normal die CPUs an, 4 und Gigabyte. Das passt. Wir nennen sie Test DSM. Würden auf Weiter gehen. So, ihr seht hier gerade die Version. Die ist alt. DSM Image. Wir gehen einmal hier auf X. Gehen hier einmal auf Image und wenn wir nämlich jetzt auf DSM Image gehen, seht ihr hier Version 6.2 und 6.2 ist ja sehr, sehr alt. Das heißt, wir gehen jetzt auf Aktion, also auf Hinzufügen und wir sagen gleich direkt das Aktuellste runterladen. Wir gehen auf Download, wir gehen auf Weiter. Wir möchten es gerne auf unseren Gandalf runterkopieren, bis auf unser NAS. Das würde als Standardspeicherort für Systemabbilder. Ja, wir möchten gerne auch fertigstellen. Und jetzt seht ihr einmal das aktuellste DSM-Image runter. Würde das andere dann gleich schon mal löschen. Weil das ist zu alt, 6.2. 6.4 ist nämlich das aktuellste bei den alten Sechsern. Und aktuell ist ja sogar schon 7.2 rausgekommen. Das kann je nach Festplatten und CPU und RAM natürlich etwas dauern, der Download und das Installieren des DSM-Image, damit man es dann nutzen kann im Virtual Machine Manager. Wir können währenddessen schon mal das alte DSM löschen. So, das Image ist erstellt. Das heißt, wir können jetzt loslegen. Wir würden jetzt einmal oben auf Überblick gehen, beziehungsweise auf Virtual Maschine und würden jetzt einmal auf Erstellen gehen, wählen Synology Virtual DSM aus, gehen auf Weiter, wählen den Speicherort aus, machen hier wieder zwei CPUs und 4 GB RAM, nennen es Virtual DSM. Dann, genau. Würden jetzt einmal 50 GB eingeben. Das bezieht sich in dem Fall auf die Disk, wo das OS selbst drauf läuft. Gehen wir auf Weiter. Netzwerkkarte könnt ihr auswählen, wenn ihr VLANs habt, habe ich aber nicht. Das heißt, ich würde es auf Default lassen und gehe auf Weiter. Autostart gilt, wenn ihr das Haupt-NAS neu startet, dass die virtuelle Maschine direkt mitstartet. Lasse ich auf Nein. Wir gehen auf Weiter. Dann wähle ich einmal meinen Namen aus, gehe auf Weiter und möchte gerne die VM direkt starten, wenn sie konfiguriert wurde. So, dies wird jetzt je nach Ressourcen bzw. Leistung von eurem NAS eine bestimmte Zeit dauern. Das ist erst noch auszuwählen, das heißt, wir würden die vorhandenen Lizenzen benutzen und zwar die kostenfreie von Synology. Das heißt, ihr dürft ein virtuelles DSM pro Synology NAS benutzen. Wir klicken drauf, klicken auf Weiter, klicken auf Fertig. So, das System wird vorbereitet. Und der Einschaltenzustand steht jetzt knapp 5 Minuten da. Ich würde mich dann gleich wieder melden, wenn es soweit ist. So, das Virtual DSM hat sich jetzt geöffnet, beziehungsweise ist fertig hochgefahren. Wir haben jetzt hier die IP-Adresse und würden sie einmal öffnen. Mehrmals
Fortfahren gehen, das ist in dem Fall normal, weil das ist der Safari. Beim Safari passiert das. Ihr seht oben schon Port 501, identisch wie bei dem Synology NAS. So, ihr seht schon, er lädt, das heißt, es sieht eigentlich genauso aus, wie wenn ihr gerade euer NAS neu aufgesetzt habt und oder neues NAS gekauft habt und in der Ersteinrichtung seid. Wichtig ist zu beachten, dadurch, dass das virtuell ist, ist das natürlich alles ein bisschen langsamer und träger, da ich dem nicht die vollen Ressourcen zugewiesen habe. Da sonst das Haupt-NAS, auf dem die VM läuft, nicht mehr funktionieren würde. So, dann starten wir. Wir gehen einmal auf Start. Jetzt kommt die gleiche Oberfläche wie beim normalen Synology NAS. Das nennen wir jetzt einfach virtuell. Diesem Minus Test. So, dann gehen wir hier mal kurz unsere Zugangsdaten ein. Kommt wieder Abfrage, möchte ich nicht. Ich möchte gerne eigenes Kennwort machen. Ja, Administrator können wir nicht nehmen. Admin 1. Weiter. So, wir möchten nicht speichern. So, er möchte jetzt die Aktualisierungsmethode wissen. In meinem Fall lasse ich den Part, der empfohlen ist. Wir gehen auf Weiter. So, jetzt würde er ein Synology-Konto erstellen oder damit anmelden. Das lassen wir weg. Überspringen. Passt. Absenden. So, und wenn ihr jetzt schon seht, oben, die VM heißt jetzt Virtual DSM Test. Und ihr seht eigentlich, die Einstellung oder die Oberfläche sieht komplett gleich aus wie zum normalen Synology NAS. Genauso wie die Einstellungsmöglichkeiten habt ihr auch. In dem Fall haben wir als Speicher nur die 48 GB. Hier könnt ihr jetzt bestimmte Sachen testen. Das heißt, das Paketzentrum funktioniert identisch wie zu dem anderen Paketzentrum. Dann könnt ihr hier bestimmte Sachen einfach mal installieren, gucken, wie es funktioniert. Und dann später in die Produktivumgebung direkt auf das Synology NAS installieren. Können wir hier nochmal in die Systemsteuerung gehen, gehen auf Aktualisierung und schauen uns gerade mal die DSM-Version an. Hier seht ihr, es gibt schon ein Update, das heißt, hier würde jetzt auf 7.1.1 Update 5 bereitstehen. Und im Normalfall müsste es theoretisch auch schon auf die DSM 7.2 möglich sein. Das schauen wir uns gerade mal an, indem wir hier kurz auf Support, Downloadzentrum und sagen Sonstige und dann geben hier ein Virtual DSM. Dann schauen wir gerade mal nach, ob es hier schon die 7.2 gibt. Müsste theoretisch sein, 7.1.1 zu 7.2. Und hier würden wir jetzt einmal das 7.2 herunterladen, gehen auf Erlauben. Schauen wir gerade kurz nach, genau, DSM, Virtual DSM. Damit wir einmal die gleiche Update-Version haben. Ich mache das jetzt manuell. Ihr könnt das aber auch über den Update-Manager machen. Sonst würde es jetzt erst ein Update auf das Update 5 geben. Dann gibt es nochmal ein Update auf das 7.2 direkt. Und ich würde jetzt das Update direkt machen. Der Rest ist identisch. Ihr seht, ihr könnt Freigabeordner, Dateifreigaben testen, Domainanbindung, also alles, was ihr mit dem normalen NAS auch machen könnt. Wichtig ist eine virtuelle DSM pro normaler Synology DSM. Ja, das war schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und wenn Daumen hoch, würde ich auch freuen. Dankeschön.